Hallo ihr Lieben, leuchtende Pilze gibt's heute bei mir. Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem YouTube-Kanal Sandy's Happy Place. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Mit der Heißklebepistole habe ich 20 Cent große Punkte auf ein Backpapier geklebt. Anschließend wurden diese dann mit rosa Farbspray besprüht. Weiterhin benötigt ihr eine Lichterkette und da habe ich dann immer drei Leuchtpunkte zusammen gemacht. Dann habe ich beim Discounter diese drei hübschen Zauberglöckchen gekauft und in einen schönen Rattankorb gestellt. Darunter natürlich noch eine Folie gelegt. Und jetzt kommen außenrum noch diese Baumrinden dazu. Ich zeige euch in diesem Video drei verschiedene Deko-Ideen mit diesen leuchtenden Pilzen. Weiterhin fülle ich jetzt noch diese Lücken mit Rentiermoos aus. Und dann geht's gleich weiter mit diesen Leuchtpilzen. Jetzt werdet ihr gleich sehen, wie aus dieser Lichterkette lauter leuchtende Pilze entstehen. Es wird hier alles mit der Heißklebepistole befestigt. Ganz klar sollten diese Pilze eigentlich rot sein, aber ich muss sagen, ihr habt bestimmt schon festgestellt, dass Rosa so mein absoluter Farbfavorit ist. Und jetzt dachte ich mir, ich versuche es einfach mit rosa Pilzen mal, wie das Ganze dann aussieht. Und bin mal gespannt, was ihr für eine Meinung zu diesem Ergebnis habt. Ja, vielleicht habt ihr ja auch mal Lust, auf Instagram, Facebook, Pinterest oder TikTok bei mir vorbeizuschauen. Zu meinen Deko-Elementen findet ihr auch immer die Links in meiner Beschreibung. Nachher zum Schluss zeige ich euch natürlich nochmal, wie schön diese Pilze leuchten bei Nacht. Aber natürlich tagsüber haben diese Pilze auch schon eine tolle Leuchtkraft. Dann wäre die erste Deko-Idee mit diesen Leuchtpilzen gleich fertig. Ich habe dann auch noch mein selbstgemachtes Windlicht mit dazu dekoriert, das ich ebenso mit der Heißklebepistole gebastelt habe. Zwischen den Pilzen kommt jetzt auch noch etwas Rentiermoos, dann sticht es natürlich farblich sehr schön ab. Im Hintergrund könnt ihr dann noch mein rosafarbenes Windlicht sehen. Und natürlich die schönen rosafarbenen Pilze. Jetzt habe ich einfach diese Baumrinden auf ein längliches Tablett gelegt. Und meine dritte Deko-Idee ist in einer weißen Holzschublade oder Shabby-Schublade mit meinem Zickzackstrauch. Und jetzt natürlich noch das Ganze bei Dunkelheit. Bin mal gespannt auf eure Kommentare und würde mich wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Ich sag dann mal Tschüss und hoffentlich bis bald, eure Sandra.